herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Es geht um unsere beste Freundin Anne Wünsche, um den Disput mit Henning und aber auch mit Denise. Und währenddessen Denise und Henning wieder ruhiger waren, geht es bei Anne Wünsche wieder nur mit Drama zur Sache. Und die hat mal wieder ein neues Statement hochgehauen und war erst versöhnlich gestimmt, dann schwang das dann wieder um. Also es ist ein Hin und Her bei ihr und ein absolutes Drama. Es wirkt irgendwie so ein bisschen, als würde sie aus jeder Mücke auch einen Elefanten machen. Klar bauscht sich das über die Monate vielleicht auch hoch. Und sie mag bestimmt hier und da auch Punkte gehabt haben, die für sie und für ihre Seite sprechen. Aber so wie wir das jetzt von außen nur sehen können und ich das auch bei den Kommentaren wahrgenommen habe, waren sehr viele pro Henning bei der Geschichte. Und ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, auf welcher Seite ihr da seid. Ich bin natürlich in erster Linie auf der Seite der Kinder. Aber wenn man jetzt Henning dort weinen sieht und auch generell merkt, dass er eigentlich und Denise sich relativ wenig öffentlich geäußert haben die letzten Monate und von Anne Wünsche kamen immer mal Sticheleien, dann ist das irgendwie dann doch irgendwie so ein bisschen sympathischer, wie das Henning und Denise machen von außen aus. Und ich würde Anne wirklich wünschen, dass die sich da nochmal zu dritt hinsetzen und das wirklich vielleicht nochmal füreinander klären, gerade im Hinblick dessen, dass die Kinder ja auch immer größer werden und das vielleicht auch einfach nur noch unangenehm empfinden, ab einem gewissen Alter da alles nachlesen zu können oder mitzubekommen, wenn man selber am Smartphone chillt und den eigenen Eltern da folgt und nur auch sagt, meine Güte, ey, morgen kann ich mich wieder freuen in der Schule, wenn mich da alle drauf ansprechen. Ne? Also so langsam sollte man echt die Notbremse ziehen. Aber man sieht erstmal selbst, was Anne Wünsche zu sagen hat. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wunderschönen, guten, sonnigen Morgen, meine Lieben. Ich sitze hier gerade am Rechner, habe noch ein bisschen was gearbeitet. Savi macht gerade Mittagsschlaf. Und ich möchte ganz kurz was Positives berichten. So absurd, wie die ganze Situation in den letzten 2 Tagen hier öffentlich ausgetragen worden ist und auch wie absurd es ist, was ich gepostet habe, dieses eine Video und wie krass auch die Finger auf uns gezeigt werden. Eine Sache hat es gebracht und das ist für mich wirklich das Wichtigste. Da können mich die Leute hassen, wie sie wollen. Für mich hat es gerade einfach das Wichtigste bewirkt. Er hat sich gemeldet und endlich wird hier einfach mal an Juna gedacht und viele verschiedene Sachen einfach geändert werden, die für Juna, darum geht es ja die ganze Zeit, für Juna einfach positiv sind. Und es ist schade, dass es alles jetzt so passieren musste durch die Öffentlichkeit, aber ich bin einfach nur dankbar, dass sich jetzt wirklich etwas tut und endlich, mir fällt so ein fetter Stein vom Herzen, endlich. Ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass es auch so bleibt und dass sich daran nichts ändert. Und ich hoffe auch, dass es noch besser wird, denn mein großer Wunsch war es ja immer, ein Verhältnis zu haben, tatsächlich wie Matti und Jennifer. Die waren, also die sind jetzt mein riesengroßes Vorbild und damals habe ich wirklich nach der Trennung so viel Zeit und Nerven investiert in Nachrichten schreiben, in Gespräche anstupsen. Wir haben telefoniert, wir haben uns getroffen und ich habe immer gesagt, das ist mein großer Wunsch, so, dass wir als Team funktionieren, dass wir gemeinsam irgendwie auch Social Media weitermachen, dass wir einfach den Leuten zeigen, so ey, so kann es auch funktionieren nach einer Trennung. Und leider ist es bis dato einfach nie so weit gekommen, aber vielleicht, jetzt habe ich wieder Hoffnung, vielleicht jetzt. Einfach für Juna und für unseren Frieden. So, ich mache mir jetzt nochmal einen Cut, aber ich möchte nochmal ganz kurz das Thema ansprechen, wieso manchmal, also ich bin da wirklich so ein Fall dafür, dass manchmal einfach Dinge in der Öffentlichkeit landen, die da gar nichts zu suchen haben, einfach aus Emotionen heraus. Und ich glaube, also viele haben es vielleicht mehr unter Kontrolle als ich, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, aber ich habe immer das Gefühl, man muss in der Öffentlichkeit so krass funktionieren, man muss immer da sein, man muss immer alles zeigen, oh wie toll das ist und alle negativen Sachen, die einfach scheiße laufen, die werden immer nicht gezeigt. Und manchmal setzt es einen so unter Druck, dass du einfach irgendwann explodierst und irgendwann platzt und einfach Dinge machst, wo du nicht mehr drüber nachdenkst. Ich rede jetzt nicht davon, dass man alles irgendwie negativ in die Öffentlichkeit ziehen muss. Vielleicht ist es auch eigentlich keine Entschuldigung dafür, aber manchmal kann man einfach nicht mehr. Man ist ja auch Mensch. Man kann nicht einfach immer funktionieren und einem nur das Gute zeigen und erzählen. So, egal jetzt mit diesem Thema. Schluss jetzt erstmal. Spaß. Ich wollte den gerade noch zurück in meinen Schrank packen. Ich gehe heute mit den Kindern. Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet.
Und zwar, ich habe so Tickets gebucht für irgendein Disney. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist hier irgendwann mal auf Instagram irgendwie aufgeploppt als Werbung. Dann habe ich direkt erstmal Tickets bestellt, ohne zu wissen, was das ist. Disney Wonder of Friendship. Ich weiß nicht, ob das zum Fotos machen ist. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Viel mit LED und halt Disney. Aber Disney ist immer gut, also ich freue mich drauf. Schade. Schade Marmelade. Kurz mal Hoffnung gehabt. Und es ist auch super schade, dass man so hingestellt wird, als würde man das Kind nicht rausdrücken. Ich habe noch nie nee gesagt. Also wirklich nur, wenn es halt wirklich krank war. Also wir reden hier vom Magen-Darm, Fieber oder so, dann Termine hatte, dann habe ich mal nee gesagt. Aber ansonsten immer, war immer die Wahl, dass er die Kinder holen kann. Deswegen habe ich auch gesagt, ein festes Wochenende, so kriegst du es auf jeden Fall hin. So brauchst du nicht immer wieder was absagen, so leidet das Kind nicht darunter, so werden keine leeren Versprechungen gemacht. Und wenn du Zeit findest, frage mich, wir können gerne immer noch mehr Wochenenden dazu knallen. Oder auch unter der Woche, war mir egal. Dann klag's ein. Ich, Rabenmutti, hab's ja vorher verboten. Und zack, mache ich diese ganze Sache wieder öffentlich. Ich könnte mich manchmal wirklich, aber ich... Leute, ich bin ganz ehrlich, ich bin so wütend, ich bin so am Ende. Das ist keine Rechtfertigung, das ist einfach... Könnt ihr den Finger auf mich zeigen und sagen, wie dumm ich bin? Tatsächlich, ja, würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich das so sehen würde, aber ich habe einfach keinen Bock mehr. Henning, geh zum Jugendamt. Lass dir diesen Schreiben geben, bitte mach das. Tu das. Wirklich, ich werde von mir, wo es das Go so nicht bekommen. Weil wenn du das Schreiben vom Jugendamt hast, kannst du tatsächlich nicht mehr einfach absagen. Du musst das Zwei-Wochen-Prinzip durchziehen und du kannst sie nicht mehr wegen Bauchschmerzen oder Kleinigkeiten wieder zurückbringen, sondern du hast dann die Sorgepflicht. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Ich gebe hiermit auf, freundschaftliches Verhältnis hin und her. Ich wollte das wirklich. Es führt hier aber einfach mal nur gegen eine Wand. Deswegen macht es bitte. Für Juna wird es, glaube ich, wirklich das Beste sein, es schriftlich vom Amt auf dem Zettel zu haben. So, ich habe mich jetzt mal fertig gemacht. Wir gehen jetzt zu dieses Disney Wonder of Friendship. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber ich lasse mich mal gerne überraschen. Hauptsache Disney. Ja, und ich nehme euch so ein bisschen mit. Ich werde daraus wieder ein Reel drehen, denke ich mal. Ja, aber irgendwie ist mein Kopf heute die ganze Zeit ist nicht ganz da. Ich glaube, es wäre wirklich das Beste, wenn da irgendjemand Drittes entscheidet, wer da wie oft was macht und wann und wie da die Regeln sind. Anscheinend sind die da alle nicht fähig, genug, um das miteinander zu klären, was sehr, sehr schade und traurig in erster Linie für die Kinder ist, aber auch denen das Leben unfassbar schwert. Ich empfinde alle Wünsche aber dennoch immer so als ein wenig egoistisch in vielen Punkten und merkwürdig. Ja? Und hier wird ja zum Beispiel auch der oberste Kommentar, ja, du hast vergessen, deinen UF-Kanal zu erwähnen und es wird wirklich alles getan, um irgendwie so ein bisschen Kohle zu verdienen, was ja auch grundsätzlich jetzt nicht falsch ist, sonst könnte sie ja den Kindern da auch nicht so einen Lifestyle mit irgendwelchen Ausflügen und Co. dauernd ermöglichen. Ja, das hat ja auch alles seine Punkte, die durchaus auch cool sind, aber wenn das immer wieder auch Probleme mit sich bringt und sie da anscheinend auch unbelehrbar ist und immer wieder die gleichen Fehler macht, dann ist das einfach nur noch traurig und sehr, sehr nervig. Aber ich bin gespannt, wie eure Meinung zu dem Thema ausschaut. Danke auch für das ganze Feedback. Wir sind auf fast 32.000 Abos. Also wenn ihr Bock habt und diesen Kanal hier mögt, drückt gerne auch auf Abo und drückt die Glocke, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr schon das dritte, vierte, fünfte Video von mir gesehen habt. Und schaut auch bestimmt nochmal gerne in das letzte Video, wo der ganze Disput angefangen hat, zu Anne Wünsche rein. Das fängt alles nochmal an, wie das jetzt hier losging die letzten Tage. Und sollte die Tage dazu noch was kommen, werdet ihr es hier erfahren. Ich verspreche es euch. Bis dann und ciao, ciao.